So, da sind wir auch schon wieder nach mal kurzer Unterbrechung. Immer noch in dem blöden Schlangennagerkampf. Und ich muss gerade ehrlich was gucken. Wer hat den geilen Mantel? Den hast du, glaube ich. Gewehr in der Dunkelheit gestählt. Das gewährt diese Aura allen Verbündeten, abgesehen vom Träger der Nähe, einen Bonus auf die Heimlichkeitsfähigkeit und Entschlossenheit. Gut. Let's see who here be the biggest snake. Ja. Watch your step. Oh. I shall. Anoff hat einen Lebenspunkt mehr, so haben sollte. Hört mir gerade so auf. So, die hat auch zwei mehr. Wirst du dadurch sichtbar, Alof? Nein. Okay, Alof kann auf jeden Fall so einen wegbomben. Das ist gut zu wissen. Wir laden also nochmal. Weil irgendwie muss ich ja die Dinger loswerden. Und dann meine eigenen Beschwörungen raushauen. Weil gegen die Panagas selber dürfte es nicht so schwierig werden. Die Schleime und die Drachen sind das Schlimme. Nein, können wir nicht. Das heißt, wir nehmen böse Bomben. Die sind hier. Ja, Aschebomben machen auch Schaden. Nein, blenden nur. Dann kriegst du die da. Oi, Captain, done and done. We're not alone. Ach nee. Yeah. What can I do? I think I can't see you, you sneaky bastard. Yes? Indeed. So, fehlt noch Alof hier drüben. Gut, Pause machen. So, die Bomben werden geworfen. Und der Feuerball gezündet. Oh, jetzt habe ich was unterbrochen. Das ist nicht gut. Zünde Feuerball. Danke. Gut.
Erinnerung der Ahnen. Anführer. Nehmen mal dich zu uns. Okay, jetzt sieht's gerade recht gut aus. Der Flammennager-Schamane, der sollte weg. Gut, ohne ihre beiden Totems sind sie nur halb so wild. So, übernehmen wir mal wieder Naga. Du solltest nicht nur rumstehen. Oh, ich hab dich aus Versehen. Soti, tu mal Seraphim wiederbeleben. Dann holen wir mal ein paar Tierchen raus. Und ja, alle auf Bogen. So, und jetzt noch den letzten. Gut. Also ja, mit den richtigen Zaubern und alles ist das kein Problem. Oh. Geld. Und alles. Anscheinend bin die klugen Schlangen keine Gefahr für dich. Is not merely the rush of battle, but preparedness and patience before. Bei der Jagd geht es nicht nur darum, im eigentlichen Kampf klug vorzugehen. Ebenso sehr geht es auch um die richtige Vorbereitung und große Geduld, bevor sie beginnt. Dich erwarten weitere Prüfungen, Herausforderer. Wappne dich. Yay. Das heißt, noch zwei Prüfungen. Wir hätten den Übergang, den Einweihungsritus, Übergangsritus, wie auch immer, geschafft. Mal sehen, wie schlimm die werden, wie viele Totems wir noch zum Zerstören haben. Das ging ja jetzt einigermaßen, nachdem ich die Nagas ordentlich weggebombt habe, also ihre Totems weggebombt habe. Aber hat trotzdem Seraphim ein bisschen erwischt. Oh. Well, well, well. Watcher of Cad Nua. Was? Piltin, Wächter von Cad Nua. Der Alana vor dir leckt sich die Lippen, während er dich niederstarrt. You honor the Crucible Games with your participation. I am Papilton, and this here is my stalwart team, Papilton's Pact. Du ehrst die Schmelztiegel spiele mit deiner Anwesenheit. Ich bin Papilton und das hier ist mein treues Team, Papiltons Pappenheimer. Er hat aber Papilton's Pact gesagt, also eigentlich Papilton's Bund. Da war er sehr kreativ beim Übersetzen. Schließlich verbeugt er sich leicht und der Federschmuck seiner Rüstung schwingt mit seiner Bewegung mit. Since you're a watcher, I hardly need to tell you, my soul is destined for greatness. That must be plain as Aethys' burning backside. Nur, dass das nicht brennt.
Da du ein Wächter bist, muss ich dir wohl kaum sagen, dass meine Seele für Großes bestimmt ist. Das ist so deutlich zu sehen wie Jotas brennendes Hinterteil. It is here, in this temple to the clever hound, where I will carve the next step in my stair to excellence. Es ist hier im Tempel des klugen Jagdhundes, wo ich die nächste Stufe auf meinem Weg zur Legende erklimmen werde. Pippi's pompous prats, more like. Wohl eher Pippi's Pappnasen. sei gegrüßt, Pipiltin. Lerne meine Gruppe kennen. Ich denke, dass Iotas Hintern eher dumpf glüht, als lodernd brennt. Geh weiter, Freunde. Ich freue mich nicht mit meiner Beute an, bevor ich sie töte. Tut mir leid, aber ich habe absolut noch nie von dir gehört. Drohend starren. Sind wir mal so zynisch, sarkastisch und nehmen die drei? Yes. Well, I think both of us have now put more thought into this subject than is necessary. Ah ja, nun, ich denke, wir beide haben nun bereits mehr Gedanken an dieses Thema verschwendet, als nötig ist. Now, if you'll excuse me, Gloria waits. Wenn du mich nun entschuldigst, Ruhe und Ehre warten. Pipiltin und seine Gruppe marschieren an dir vorbei in die Arena. Warte. Er wendet sich dir zuneigt den Kopf und lächelt leise. Na, du wirst da draußen sterben. Your confidence is admirable. Dein Selbstvertrauen ist bewundernswert, wirklich. Sein Mundwinkel zuckt. Als sich die Tür der Arena schließen, schwellen die Jubelrufe der Menge an. Kann ich denen zusehen? Würde ich wirklich gerne. Ja. Vernichte eine Erinnerung in der dritten Herausforderung. Ich habe nun schon zwei Siege im Schmelztiegel errungen. Der Übergangsritus ist aber noch nicht überstanden. Die nächste Prüfung wird aus den Erinnerungen des Herausforderers bezogen. Ich werde mehr erfahren, sobald ich mit dem Becken der Erinnerung kommuniziere. Ja, supi. Was aus meiner Erinnerung? Wenigstens heilen wir alle. Gehen wir mal zum Zuschauerplatz und gucken, ob wir da Pipiltin zusehen können. Würde mich wirklich brennend interessieren, wie sie kämpfen. Und wäre ein nettes Gimmick, das sehen zu können. Ne, man sieht nur Blutflecken. Die beiden Zugbrücken. Ah, schade. Hier oben gibt es ja nichts außer den Kopf und Adrasäulen. Ha. Mit denen ich aber nichts machen kann. Was ist hier? Der Gestank vom Blut hängt über der Grube in der Luft. Ja, wenn da so viele sterben. Und hier oben ist nur der Tempel, wo wir noch keinen Zutritt haben. Okay, also wieder runter. Schlafen, damit Seraphin wieder fit ist. Und mich dann der nächsten Herausforderung stellen. Ich frage mich, wenn wir den Übergangsritus fertig haben, ob wir dann noch was Besseres kriegen als nur die staubigen Betten. Challenger, what can I eat? Of course. Ja, die Anhöhen rasten. So, wir haben gerastet. The next trial will draw from your own memories. Die nächste Prüfung wird sich aus deinen eigenen Erinnerungen zusammensetzen. Sehen Hüter Kleines Messer aus Obsidian. Leder ist um seinen Griff gewickelt. Give the blade a taste of your blood and place it in the pool. A small sacrifice will do. The spirits will attend to the rest.
Lass die Klinge von deinem Blut kosten und lege sie in das Becken. Ein kleines Opfer genügt. Die Geister werden sich um den Rest kümmern. Sie übergibt dir das Messer. Dich selbst mit dem Messer schneiden. Umai lächelt, als die Klinge sich in dein Fleisch bohrt. Yay. Du hast einen Gegenstand verloren, zeremonielles Obsidianmesser. Du hast einen Gegenstand erhalten, blutiges zeremonielles Obsidianmesser. Ja. Now. Add the bloodied blade to the pool. Jetzt gibt die blutige Klinge ins Becken. Mhm. So, die Erinnerung. Artefaktopfer. Okay. Die Erinnerung eines Wahnsinnigen. Der dritte Kampf im Rahmen des Übergangsritus stellt gewöhnlich eine Herausforderung gegen ein Gegner, der aus seinen eigenen Erinnerungen stammt. In dem Fall hat der Schmelzige beschlossen, dass du gegen Meerwald kämpfen musst. Je nachdem, wie du mit dem alten Meister von Ketnua fertig geworden bist, wird Wimmers Zorn möglicherweise durch Misshandlung angeheizt oder durch Gnade beruhigt. Okay.